Yo, willkommen zu unserem Ehan-Schweiß-Tutorial. Auch Elektronenschweißen genannt. Los geht's. Logischerweise, das erste, was wir brauchen, ist ein Schweißgerät. Da kann man tatsächlich sehr, sehr viele Varianten kaufen. Gibt echt viel, was man machen kann. Ich habe hier das von Weldinger da. Ist einfach so ein 100 € Billo-Schweißgerät. Ist ein Schweißinverter. Was heißt Inverter? Bedeutet eigentlich einfach nur für euch, dass das Ding deutlich leichter ist und sowas. Im Gegensatz zu einem großen Transformator, der halt deutlich schwerer ist. Was ich ziemlich gut finde, ist, wenn der hier so ein Display hat, wie ihr hier seht, damit man es einfach genauer ablesen kann, wie viel Ampere man gerade hat. Und einen schönen Drehknopf, der gut einfach funktioniert und nicht irgendwas, wo man da unendlich agieren muss. Die nächste Sache, wo ich drauf achten würde, sind die Kabel. Und zwar finde ich das erstens ziemlich praktisch, wenn man welche hat, die man abmachen kann. Hier einmal das Masselkabel, das ist das mit dieser Klemme dran. Das kommt normalerweise an den Plus-Vollkommen-Gerät. Kann man hier einfach so rein und links und dann einmal rumdrehen. Und dann ist dann das Ding fest. Das Kabel ist etwa 4 Meter lang bei dem Gerät, was halt auch sehr praktisch ist, da man so überall gut hinkommt und muss nicht immer sein Gerät mitnehmen. Okay, Emil hat jetzt gerade das andere Kabel reingeschraubt. Da kommt dann die Elektrode rein. Ihr seht hier unten beispielsweise noch ein anderes, das ist auch von Weldinger, das ME200 Echo. Das ist ein Mic-Mac-Schweißgerät, da hat man aber meistens hat man bei diesen ganzen teureren Schweißgeräten auch die Elektrodenschweißfunktion, also die MMA-Funktion dabei, kann man das beispielsweise auch benutzen. Aber für einen Anfänger ist natürlich so ein Schweißgerät deutlich billiger und ist wahrscheinlich auch sinnvoller. Für wen eignet sich jetzt aber ein Elektrodenschweißgerät? Es gibt verschiedene Vorteile und Nachteile. Erstens, man kann gut draußen schweißen, da keine weiteren Schutzmaßnahmen unbedingt nötig sind. Also Wind ist kein Problem. Das liegt vor allem an der Schlacke, da nicht wie beim Mic-Mac-Schweißen zum Beispiel das Gas vom Wind weggepustet werden kann, sondern die Schlacke sich einfach schön über die Schweißnaht legen kann. In der Theorie kann man mit Elektroden, also mit verschiedenen Elektroden, so gut wie alle Metalle und Legierungen schweißen. Das wird allerdings bei wirklich sehr stark legierten Stoffen oder Aluminium dann doch relativ schwer. Aber gut, auf jeden Fall funktioniert es bei niedrig legierten Stoffen. Ein weiterer großer Pluspunkt für das Elektronenschweißgerät ist auf jeden Fall der niedrige Preis, der für Anfänger natürlich sehr, sehr wichtig ist. Für wen eignet sich das allerdings nicht, denn wir haben doch einige Nachteile. Es ist zwar billig, aber dafür fehlen auch viele Funktionen. Zum Beispiel gibt es hier nur Gleichstrom und es gibt auch keinen Puls oder ähnliches, was man zum Beispiel bei Aluminium oder Edelstahlschweißen auf jeden Fall brauchen würde. Es gibt aber auch noch andere Nachteile. Zum einen ist es am Anfang doch eher ein schwieriges Schweißverfahren. Also beispielsweise jetzt beim Mic-Mac-Schweißen drückt man auf den Knopf und das geht so alles ungefähr von alleine. Hier gehört doch noch ein bisschen mehr Übung und Erfahrung dazu. Zum anderen ist es auch damit sehr, sehr schwer, dünne Materialien zu schweißen. Also ab ungefähr 1,5 mm wird es langsam echt schwer und man brennt sich sehr schnell in Löcher rein. Es ist zwar möglich, aber gerade als Anfänger eigentlich nicht machbar. Bezüglich der Parameter, wir blenden hier mal eine Tabelle ein für die Dicke der Elektroden und die passende Amperezahl. Genau, man kann so grob sagen, etwa 30 bis 50 Ampere pro Millimeter Elektrodendurchmesser. Aber wenn nicht, dann guckt ihr einfach hier in dieser Tabelle nach und dann könnt ihr das auch immer irgendwie euch herleiten. Okay, jetzt haben wir zwar einmal das Schweißgerät, wir brauchen noch ein paar mehr Sachen. Zum einen einen Schweißhelm. Da gibt es auch irgendwelche billigen Sachen oder sowas. Ich würde euch trotzdem empfehlen, so einen Automatikhelm hier zu holen. Gerade der hat ein sehr großes Sichtfenster, der einfach automatisch mal abblendet, wenn ihr dann anfangt zu schweißen. Was halt viel einfacher ist, als immer irgendwas runterzuklappen. Als nächstes, auch sehr wichtig, sind die Handschuhe. Gerade da wir uns nachher noch angucken werden, wie man vielleicht die Elektrode führt. Und da man dann doch die Elektrode berührt und sehr nah an der Schweißnaht hat, ist es sinnvoll, da Handschuhe anzuziehen, die auch dafür gemacht sind. Das dritte Sache ist jetzt keine Sicherheitsvorkehrung, aber es ist auf jeden Fall auch sehr praktisch, ist so eine Drahtbürste, halt um die Schlacke zu entfernen. Aber auch irgendwie ein Hammer oder ähnliches ist da sehr gut. Wir haben hier so eine, die ist so ein bisschen spitz nach vorne. Damit kommt man auch gut in die ganzen Ritzen und Kanten rein. Doch zuerst mag ich noch einmal drauf kommen, wie man zündet. Denn das ist wahrscheinlich die Sache, womit sich die meisten am Anfang am schwersten tun. Und damit hatte ich auch am Anfang meine größten Probleme. Ich hatte zwar damals so ein billiges DDR-Schweißgerät, was ganze Funktionen wie zum Beispiel Hotstart und ähnliches, die jetzt das Schweißgerät, das wir nutzen haben, nicht hatten. Aber trotzdem gibt es Dinge, die man beachten kann, um das noch einfacher zu machen. Zum ersten einmal ist die Lagerung der Elektronen sehr wichtig. Also wenn ihr die sehr lange irgendwie draußen liegen habt oder sowas, dann ziehen die Feuchtigkeit und zünden nicht mehr so gut. Also ihr solltet die immer irgendwie geschützt lagern und vor allem trocken lagern. Ihr könnt allerdings auch die rücktrocknen. Da steht auf der Verpackung meistens ein Hinweis drauf. Da legt man die einfach in den Backofen und dann sind die wieder einsatzbereit. Beim Zünden werde ich jetzt am Anfang meine linke Hand als Führungshand benutzen, mit der ich dann die Elektrode bewege. Da ich so halt eine deutlich bessere Präzision habe, gerade wenn die Elektrode noch recht lang ist, kann man hier hinten doch relativ einfach verwackeln.
Wie zünde ich es nun? Im Prinzip tippe ich einfach immer nur auf das Metallblech drauf und ziehe es mal so ein bisschen weg und dabei kommt dann dieser Lichtbogen zustande. Allerdings für Anfänger ist es oft praktisch, wenn man es einfach über sein Blech oder über seinen Stahl rüberzieht. Das habe ich am Anfang auch immer so gemacht und durch dieses Ziehen hat man dann meistens diesen Lichtbogen, der dann entsteht. Okay. Wie ihr gerade schon vielleicht gesehen habt, ist es so, dass wenn die Elektrode einmal gezündet wurde und schon heiß geworden ist, lässt sich die meistens danach viel einfacher zünden. Also wenn ihr einmal gezündet habt, ist das zweite Mal zünden meist recht einfach. Deswegen habe ich mir früher auch ein zweites Stückchen Stahl neben mein so schweißendes Stück gelegt und darauf ein bisschen gezogen halt, damit ich die Elektrode warm gemacht habe und dann die halt einmal zum Zünden gebracht und dann bin ich auf mein richtiges Werkstück gewandert und konnte dann dort direkt losstarten. Die zwei Schweißnähte, die wir euch jetzt zeigen werden, ist zum einen die Stumpfstoßschweißnaht und die Kehlnaht. Bei der Stumpfstoßschweißnaht ist zu beachten, dass man ungefähr die Elektrode in einem Winkel von 70 Grad hält zum Werkstück. Und bei der Kehlnaht sind es auch wieder diese 70 Grad und dann halt in den Winkel rein etwa 45 Grad beziehungsweise zum stärkeren Materialstärkenstück hin. Also wenn ihr beispielsweise ein 2 mm mit einem 4 mm Stück verschweißt, würde ich die Elektrode immer ein bisschen so kippen, dass der Schweißbogen eher in Richtung des 4 mm Stücks ist. Dass ihr dort höheren Einbrand habt und nicht bei dem anderen direkt ein Loch einschweißt. Wichtigste ist allerdings Übung, ganz ganz viel Übung. Und dafür empfehle ich euch erstmal auf einem flachen Stahlstückchen einfach ein paar Nähte zu ziehen, ohne irgendwas zu verbinden, um halt ein bisschen den Trick rauszubekommen, wie man das Ganze macht. Also ich habe jetzt noch einmal mal ein bisschen schneller zum Teil geschweißt und ein bisschen langsamer, damit ihr mal seht, was das verändert. Hier beispielsweise die Nähte sind sehr langsam geschweißt, dadurch werden die sehr breit und auch ein bisschen dicker. Und die hier ist halt etwas schneller geschweißt und die hier ist sehr schnell geschweißt. Wenn ihr zu schnell schweißt, wie ihr hier seht, habt ihr gar keine richtige Naht mehr und das ist nur so ein kleines, also es wird noch nicht wirklich halten. Wenn ihr zu dick schweißt, kann sein, dass ihr irgendwie Löcher reinschweißt oder halt allgemein viel zu viel Materialauftrag habt, den ihr gar nicht braucht. Kommen wir nun zur Kehlnaht. Okay. Kommen wir nun zur Stumpfstoßnaht. In diesem Fall ist es eine Y-Stumpfstoßnaht. Wie das alles heißt, ist im Prinzip auch egal. Ich habe jetzt die beiden Stahlstückchen ein bisschen angeschliffen, dass ich quasi so eine Art V habe oben, damit ich auch meine Naht irgendwo reinsetzen kann. Und nachher kann ich es auch abschleifen, habe oben das Glatt und trotzdem eine tiefe Naht. Das würde ich euch übrigens immer empfehlen, dass ihr das ein bisschen anschleift, einfach damit die Naht halt wirklich tief drin sitzt und nie oben drauf schweißen. Deine Augen schon aufmachen, wenn du nicht hinguckst. Solltet ihr mal feuerfeste Untergründe benutzen, weil wenn ihr hier Holz benutzt wie wir, fängt es immer an zu brennen. Ich meistens ein bisschen hin und her schwanke quasi, immer von links nach rechts, sondern mal links ein bisschen anhalte, relativ schnell nach rechts gehe, rechts kurz anhalte und quasi immer so ein bisschen hin und her mich bewege mit der Elektrode, damit ich wirklich so eine schöne breite Schweißnaht habe und die nicht nur irgendwo reinsetze. Wichtig zu sagen ist auch, dass sich das Material immer zur Schweißnaht hin verzieht. Das heißt, wenn es gerade wird dann, und du schweißt hier oben einen Punkt, dann verzieht sich das einfach ein bisschen in die Richtung. Was macht man dagegen? Man punktet erst von allen Seiten. Dann hat es sich quasi stabilisiert und wenn du danach jetzt eine Schweißnaht hier oben rüber ziehst, kann es sich nicht mehr so stark verziehen. Oft kann man aber nicht von allen Seiten punkten, wie zum Beispiel bei einer Kehlnaht, wenn die irgendwo gegen sitzt. Deshalb kann man versuchen, einfach einzuberechnen, wie stark sich das verzieht und vorher das Werkstück einfach so präparieren, dass sich dann quasi in die richtige Form verzieht. Also wenn ich das jetzt ein bisschen größeren Winkel einstelle und ich schweiße dann zieht sich das quasi wieder gerade während des Schweißprozesses. Wichtige weitere Tipps wären auf jeden Fall auch Schweißmagneten zu benutzen, da man da super mit einfach rechte Winkel für Kehlnähte oder so einstellen kann. Außerdem eine gute Investition wäre auch ein Trendspray, damit man diese ganzen Spritzer hier, die bei unsauberen Verfahren wie E-Handschweißen auftreten, einfach lösen kann. Falls das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da oder ein Abo. Wenn nicht, geht's hier zum nächsten Video und hier geht's noch weiter zu einem Fülldraht-Video, wo wir euch zeigen, wie man mit Fülldraht schweißt.
und folgt auf Instagram.